Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Ja, wir sind hier beim Merlin in Traversee und ja, keine Ahnung, wo wir hin müssen. Naja, schauen wir mal kurz in den ins Menü. Wollte schauen. So, von den Abilities, da passt es noch mehr oder weniger. Jo, und von der Ausrüstung sieht es auch nicht schlecht aus. Ja, dann gehen wir mal in den Gummi-Chat. Dann fliegen wir mal in eine neue Welt. Mal schauen, wo es hingeht. So, mal hier gucken. Die könnte einfacher sein. Fliegen. Gut, warpen wir mal kurz nach Aladdin. Also nach Agrabah. Und zack, da sind wir. Wir gehen aber in die Weltkarte zurück. Und ich könnte einmal kurz was ausprobieren. Und zwar ins Gummimenü kann man mal reinschauen. So, hier können anhand von Bauplänen neue Gummijets konstruiert werden. Ach ja, interessant. König, Highways. Wow, da ist gar kein Unterschied. Dann. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Wir könnten. Nehmen wir mal die Sirene. Aria, Mora. Oh Gott. Ja, super. Ja, fuck. Aus. Nein, nichts eintragen. Bestand, was ist das? Ach, was? Scherengummi? Okay. Tja. Tasten. Ach ja. Das ist Auto. Ja. Tja, lustig. Dann versuchen wir mal das Ding hier zu ändern. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktioniert, aber naja. Ja, wir können da noch irgendwo eine zweite Kanone ranbauen. Hey, Kanone! Oh Gott. So. Nein. So. Gott. Nein, jetzt hier. Und, nein! Oh. So und so. Ja, wie kann ich das jetzt festmachen? Oh Gott. Kann ich das hier irgendwie montieren? Hier. Wieso geht das nicht? Oh Mann. Oh Gott. Aha. Ja, wie kommen jetzt aus dem Menü wieder raus? Super. Ah, jetzt. Ja, was haben wir denn da Schönes überhaupt noch? Was ist denn das? Reifen. Ernsthaft. Ach, wir besprühen auch noch. Alles klar. Gehen wir mal lieber raus.
Nö. Zurück. Lasst mal es einfach mal so, wie es ist. Ist, glaube ich, besser. So, fliegen wir mal hier hin. So, das sind natürlich ein bisschen anspruchsvoller, die Gummi-Chat-Mission. Da ist ein Wurmloch, da wollen wir natürlich nicht rein. Nein, verdammt. So. Und jetzt lose. Boah, die Drehung. Ah! Verpisst euch, lasst mir Ruhe! So, mal schauen, welche Welt die hinkommen. Aha. Wow! Hab ich gesehen. Na komm schon! Komm schon! Und bam! Da gibt's wieder Lebensenergie! So, sind wir jetzt da oder nicht? Anscheinend nicht. Wow! So, dann fliegen wir mal hier durch die Ringe durch. Ja, ja. Ah, ich könnte mal was erzählen, fällt mir gerade ein. Und zwar habe ich vorhin in Facebook gelesen, dass Kingdom Hearts 2.5 Remix angekündigt wurde. Also der Nachfolger jetzt von dem hier. Da sind dann drauf Kingdom Hearts 2 Final Mix HD und Kingdom Hearts Birthday Sleep in HD. Und wow, Videosequenz. Bin ich jetzt draufgegangen? Ernsthaft? Ja, toll. Ja, das komische Fliegen ist schön, das machen wir jetzt nochmal. Das war Absicht. Pure Absicht. Jetzt keine Beschleunigungstasten. Egal. Wo war ich jetzt? Genau, Kingdom Hearts 2.5 HD. Ja, also wie gesagt, da ist Kingdom Hearts 2 Final Mix drauf und Kingdom Hearts Birthday Sleep ist drauf, das war damals nur exklusiv für die PSP war. Und Kingdom Hearts Recoded sind da die HD-5-Sequenzen drauf. Ja, das werde ich dann im Anschluss also auch Let's Play davon machen. Natürlich müssen wir erstmal Kingdom Hearts 1 hier durchbringen. Und so weiter geht es wahrscheinlich noch Ewigkeiten dauern. Und danach müssen wir noch Kingdom Hearts Chain of Memories machen. Das wird auch ein interessantes Spiel. Interessanter Titel. Ja. So, jetzt könnte man langsam durch, aber langsam nervt es mich. Die Gummi-Chat-Missionen sind auch in Kingdom Hearts 2 wesentlich besser und übersichtlicher vor allem. Und da ist es mit dem Gummischiff zum Erscheinen auch wesentlich einfacher. Naja, das muss ich mir mal offscreen anschauen, wie das funktioniert. So. Und jetzt ausweichen und schießen. Sonst immer wieder drauf. Ich bin ausgewichen, yeah! Lalalalalalala. Ach jo.
So, dann nehmen wir jetzt das Leben mit. Oha, ausweichen. Haha, funktioniert. So, sind wir jetzt langsam mal da? Oh Gott. Hä? Was ist jetzt los? Was ist denn das? Gut, dass ich die Stimme perfekt nachmachen kann. Was auch immer es ist gigantisch. Schaut wie ein Fisch. Die Wahl. Wie eine monströse Wahl. Im Weltraum, mal nebenbei. Ein Wal, ein Monstrum von einem Wal. Das ist Monstro. Achso, ja, das ist Monstro. Der König der Wale und meistens schlecht gelaunt. Wow, abdrehen, Sora, abdrehen. Jetzt kommt es fix leicht nach rechts oder links oder oben oder unten. Ich schaffe es nicht, wir werden verschluckt. Ja, super. Hast du toll angestellt, Sora. Tja, jetzt sind wir im Monstro. Ja, ja. Es ist wahr, ich habe es selbst gesehen. Kann es sein, dass du es nur gehört hast? Wo ist da der Unterschied? Da drin ist ein riesiges Monster. Okay, angenommen, da ist wirklich ein Monster. Glaubst du, wir beide können es besiegen, Sora? Na klar doch, los, gehen wir! Da, hörst du dieses Grummeln? Scheiße! Wir müssen vorsichtig sein. Siehst du? Es war nur der Wind, der da die Geräusche gemacht hat. Oh Mann, ich wünschte, es wäre ein Monster. Warte, was ist da drüben? Was ist das da drüben? Eine Tür aus Holz. Ein Fenster oder eine Tür? Geht nicht auf. Junge, mehr ist hier nicht. Was hast du denn so im öden Ort denn erwartet? Hey Sora! Hm? Wenn wir erwachsen sind, verschwinden wir von hier. Dann erleben wir richtige Abenteuer, nicht sowas hier. Klar, aber willst du so lange warten? Beim Bürgermeister wohnt doch jetzt ein Mädchen. Ja, ja, der kleine Sora und der kleine Riku. Und das Mädchen ist wahrscheinlich die Kairi. Ja, Kinder! Hey, Sora! Are you okay? What are you guys doing? Where are we anyway? Whoa! Oh, you know, I think that big old whale Monstro just swallowed us. And for today's weather, expect showers. Oh, heavy showers. Hey! Who's there? It's me. Oh, it's just Pinocchio. Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio, where are you going? Pinocchio! Come on, everybody, after him, quick. Monstro im Inneren des Monsterwaldes. Tja, da ist ja der Pinocchio. Wie ist der eigentlich hergekommen? Der sollte doch eigentlich in Traversy rumgammeln irgendwie. So, ja, springen wir einfach mal rüber. Ja, die Schätze können wir danach auch mal einsammeln. What have you got there, Pinocchio? With this, we can get out of here, Father. Really? With this big block, you think so? It's true. So,
How did she end up here, Pinocchio? Oh my, so the whale swallowed all of you too? My goodness. Yeah, looks like it. My name is Geppetto. I'm Pinocchio's father. When we got separated, I traveled all over looking for him. Thank goodness we're together again. So, you seem to know Pinocchio quite well. I hope he was a good boy in my absence. Well, we've all had quite a journey, right, Pinocchio? Pinocchio! Und weg ist er. Da war gerade die Kuh. Und da ist ein Goldfisch. Ein Goldfisch mit großen Kulleraugen. So, Geppetto, was hast du zum Erzählen? Ich habe ihm verboten, von hier wegzugehen. So ein ungezogener Junge. Trotzdem hänge ich sehr an ihm. Noch was? Wo ist er nur hingegangen? Es wäre nett, wenn du ihn zurückholen könntest. Und noch irgendwas? Können wir mit diesem Ding wirklich hier rauskommen? Ein sehr interessantes Material. Im Inneren von Monstro kann man sich leicht verlaufen. Wir benutzen die Kisten und Fässer zur Orientierung. Vorsicht vor dem grünen herumfliegenden Monster. Sie versuchen, dich weiter im Monstro hineinzutreiben. Hoffentlich ist das nicht mit Pinocchio passiert. Okay, das kennen wir schon. So, dann machen wir uns erstmal auf, hier die ganzen Schatztruhen zu finden. Aber erstmal speichern. Gespeichert. Im Rachen von Monstro sind wir also. Aha. Ob wir da rüberkommen? Hier können wir auch nicht stehen, das ist schlecht. Gut, dann kommen diese Schatzkiste schon mal nicht ran, oder? Na, springen müsste schon dabei, ne? So, nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja. Und heps. Yeah. Und öffnen. Analysegummi. Ja, da kommen wir sicherlich nicht hoch. Oder von der anderen Seite vielleicht? Ja, von der anderen Seite könnten wir hochkommen. Da drüben können wir auch eventuell hoch. Ist oben auf dem Dach was? Nö. Ja, springen wir mal rüber. So, und heps. Nein, da kommen wir nicht hoch. Oh, zack. Hui. Ja, und jetzt? Ha, lustig. Oder? Und zack. Verdammt. Und heps. Oh, das ist so blöd. So, schwimmen wir nochmal hier rüber. Naja. Mal hier hinschauen. Da kommt man nicht rüber. Da definitiv auch nicht. Puh. Ja, das wird wohl nichts. Dann müssen wir die mal später einsammeln. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. In Bauch 1. Sehr bunter Bauch. Da ist er. What are you doing? Come on, let's go back. You know, Geppetto's awfully worried about you. Pinocchio, stop fooling around. This is no time for games. But Sora, I thought you liked games. Or are you too cool to play them now that you have the Keyblade? Riku?
What are you doing here? Just playing with Pinocchio. You know what I mean. What about Kairi? Did you find her? Maybe. Catch us, and maybe I'll tell you what I know. Oh, come on! Bleib da, Rico. Wir sind zu cool, um dir hinterher zu... Oh, lauf. Was sind das schon für Viecher? Wo ist es hin? Da ist es. Da sind mehr. Oh. Hey, da wollte ich gar nicht hin. Ich habe mich dabei reinbewegt. Ach nö. Ach nö. Oh Mann, ich wollte aus dem Sieg hinterherlaufen. Verpisst euch! Du billiger Schattenloch! Na ja, super. Oh mein Gott. Hui, die sind's. Ah. Ah, Sonic-Stoß! So. Gut, das war's. Eine Hütte. Ja, super. Und wo sind jetzt Pinocchio und Rico? Da sind wir runtergefallen. Verdammt. Puh, wie kommen wir jetzt da rein? Da ist eine Kiste. Können wir die hochheben? Nee. Nicht hochheben, nicht schieben, gar nichts. Einfach schlagen. Gehen wir mal den Bauch 3. Oh mein Gott, das war... Eisrohr! Und... Oh Gott, wie ich diesen Monster jetzt schon hasse. Oh, ich spiele so riesige... Bomben. Okay, die hört ja gar nichts aus. Geist! Yeah! Goofy Level Up! Sonic Stoß! Ah, oh, verdammt. Na ja, komm. Bam! So. Mega Alter! Tja. Sieht wohl so aus, dass der einzige Weg nach Bauch 1 wird. Ach, da sind wir doch gerade gewesen. Ich kenne mich gar nicht aus. Wo ist das Ding? Na, komm schon, her, du, blöder Geist. Stimmt, schaut nur durch! Ui, eine Potion! So. Na gut, dann würde ich mal sagen, den Riku verfolgen wir irgendwie, keine Ahnung wo der ist, mal in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also noch einen schönen Tag und bis gleich, Leute! Ciao!